Kollegen, auch damit sie wissen, wie meine Interessenlage ist. In jungen Jahren, in meiner politisch wilderen Zeit, fand ich jeweils Eigentum mache spießig und unfrei. Mittlerweile bin ich älter vernünftiger geworden, bin Eigentümer einer Liegenschaft. Ob ich spießig geworden bin, das müssen Sie beurteilen. In der Freiheit, muss ich Ihnen ehrlich sagen, fühle ich mich schon ein bisschen eingeschränkt. Also wenn ich jetzt da meine Liegenschaft abstoßen müsste, ich weiß nicht, ob ich da ebenso unbelastet entscheiden kann, wie wenn ich aus einer Mietwohnung ausziehen müsste. Das einfach im Zusammenhang mit beruflichen Mobilität. Ich will versuchen, nicht alles zu wiederholen, was da in der Zwischenzeit gesagt worden ist. Vielleicht einfach, wie ich mein Wohneigentum seinerzeit finanziert habe. Ich habe einen Vorbezug aus der zweiten Säule gemacht. Dann habe ich, hatte eine eher wechselvolle berufliche Biografie, habe ich Zeiten gehabt, wo ich ordentlich verdient habe, ich habe Zeiten gehabt, wo ich weniger gut verdient habe, aber über all die Zeit einen relativ seriösen Lebenswandel gepflegt und so war es mir möglich, den Bezug aus der zweiten Säule wieder einzubezahlen. Zusätzlich habe ich meine Säule 3a verpfändet und so hat es funktioniert mit diesem Wohneigentum. Also offensichtlich haben die jetzt zur Verfügung stehenden Instrumente ausgereicht, um auch einen schwierigen Zeitgenossen Wohneigentum zu ermöglichen. Wir haben es gehört, der Gegenvorschlag scheint, oder nicht scheint, er ist wesentlich besser als die Initiative. Wir haben noch redaktionelle und zum Teil auch inhaltliche Ergänzungen und Verbesserungen des Bundesrates noch eingebaut in der letzten Sitzung, da vom 1. März. Also wir haben jetzt einen schön gepflasterten, bequemen und tollen Weg gebaut, an einen falschen Ort hin. Also das Ziel ist nach wie vor in meinen Augen schlicht und einfach falsch. Also Kollege Marti hat den Bierdeckel erwähnt. Also ich setze mich eher für größere Biergläser ein und stelle fest, laufend müssen wir größere Bierdeckel machen, damit diese Steuererklärungen doch auf dem Bierdeckel Platz haben. Und so ist die ganze Sache voller Widersprüche in der Erklärung oder in der Stellungnahme des Bundesrates zum Vorschlag der Kommission sind die allerwichtigsten Sachen erwähnt, ineffizient, nicht effektiv, volkswirtschaftlich fragwürdig. Also alle Vorbehalte sind dort auf kurzem oder auf engem Platz dargestellt. Deshalb, da unterscheide ich mich gegenüber Kollege Graber in der politischen Beurteilung, wenn ein falsches Ziel auf holprigem Weg erreicht werden soll, dann wäre das schlecht und ich verspreche mir, dass wir das wahrscheinlich in der Abstimmungspropaganda und im Abstimmungskampf darlegen könnten, dass es ein holpriger Weg ist. Wenn wir das gleich falsche Ziel auf einem bequemen Weg erreichen können, dann ist das Risiko, dass das falsche Ziel erreicht wird, wesentlich größer. Damit handeln wir uns ärger mit der Finanzdirektorenkonferenz und mit den Kantonen ein. Und obwohl an der Spitze der Finanzdirektorenkonferenz mittlerweile der Herr Bescharm aus dem Solothurnischen sitzt und nicht mehr aus dem Kanton Graubünden. Also ich möchte den Zweikampf mit den Finanzdirektoren nicht noch einmal wiederholen müssen und deshalb aus Gründen der politischen Vernunft sage ich und auch der Konsequenz sage ich Nein zu diesem Gegenvorschlag, weil ich mit der Gesamtzielsetzung schlicht und einfach nicht einverstanden bin und es fällt mir schwer, da erklären zu müssen, wieso ich aus taktischen, technischen, gesetzesredaktionellen Gründen zu etwas Ja sagen muss, das mir im inneren Gehalt schlicht und ergriffen nicht passt. Ich bitte Sie auch aus Gründen des Respekts gegenüber den Kantonen diesem Gegenvorschlag Ihre Unterstützung nicht zu geben. Herzlichen Dank.